Was darf's denn sein? Ich weiß nicht. Wisst ihr was? Wir beide machen jetzt einfach mal einen Drink fertig. Du nimmst nachher den, der dir besser schmeckt. Okay. Vielleicht solltest du besser in der Garderobe arbeiten. Was macht ihr eigentlich hier? Wieso seid ihr hinter der Bar? Wir machen das für junge Helden. Was ist junge Helden? Junge Helden ist ein Verein, der über Organspende aufklärt. Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Junge Helden ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, über das Thema Organspende aufzuklären. Guck mal hier. Wir wurden das erste Mal mit dem Thema in der Familie konfrontiert, weil meine Schwester Claudia eine Lungentransplantation brauchte. Das war im Grunde auch der Punkt, wo wir dann das erste Mal festgestellt haben, dass wir eigentlich nie mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Claudia hat es dann eigentlich schnell als gesellschaftliches Problem erkannt. Wir haben da schon 2002 angefangen, immer so drüber nachzudenken, warum in Deutschland so wenig Leute über Organspende aufgeklärt sind. Und haben dann letzten Endes 2003 den Mut gehabt, eine Organisation zu gründen, aus dem Freundeskreis heraus, weil ja eben keiner von uns irgendwas wusste. Und wir uns dachten so, okay, wir kommen alle aus so vielen verschiedenen Bereichen und keiner hat dazu eine Meinung, eine Haltung oder eine Ahnung. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das ändern wollen. Natürlich hat die persönliche Geschichte auch eine große Rolle gespielt. Herzlich willkommen, Claudia Kotter. Die 27-Jährige leidet unter Sklerodermie, eine seltene Autoimmunerkrankung, die ihre Lunge zerstört. Claudias letzte Rettung? Eine Transplantation. Aus der eigenen Betroffenheit heraus gründet sie im Jahr 2003 den Verein Junge Helden, um mehr Menschen für das Thema Organspende zu sensibilisieren. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit, weil wir einfach ein großer Freundeskreis sind. Wir saßen bei Nico am Küchentisch und haben überlegt, Mensch, was kann man machen, um über das Thema aufzuklären? Das Ziel von Junge Helden ist es, dass sich möglichst viele Menschen über das Thema Organspende informieren und sich auf Basis von Wissen entscheiden, ob sie Organe spenden möchten oder nicht. Dabei ist ein Nein genauso wichtig wie ein Ja auf dem Organspendeausweis. Wir sagen, entscheidend ist nur die Entscheidung. Kostet nicht viel Zeit, das kostet ein bisschen Tinte und das kostet das Ding in Portemonnaie stecken. Und das ist, warte mal, ich kann das ja mal demonstrieren. Guck mal so. Schon halt, was die macht, ist doch totale Bombe. Es gibt viele Menschen, die sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen und sich auch gerne entscheiden möchten, aber denen das Wissen einfach dazu fehlt. In Deutschland ist es ja so, dass man im Alltag sehr wenig oder bis gar nicht mit dem Thema Organspende konfrontiert wird. Es gibt sehr wenig Aufklärungsarbeit zu dem Thema und genau hier setzt Junge Helden dann auch an.
Wir verteilen Organspendeausweise, wir nehmen auch an Diskussionsrunden teil, stellen Informationsmaterial, wir gehen an Schulen, wir sind bei Sportveranstaltungen, wir sind auf Messen, wir haben eine ganz eigene Veranstaltungsreihe gegründet, die Junge Heldenparty. Wir machen im Grunde genommen all das, um eben die persönliche Entscheidungsfindung zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel öfter Partys von den Jungen Helden, da sind dann viele prominente Unterstützer dabei, die dann hinter der Bar stehen, an der Tür, an der Kasse und da werdet ihr den einen oder anderen gleich wiedererkennen. Diese ganze Sache eben auch mal ein bisschen aus dieser Tabuzone des Nichtsprechens rausholen, vor allem mit Jüngeren darüber zu reden, wie jetzt ich auch mit meinen Kindern oder eben Schulklassen zu gehen und einfach für das Thema so ein bisschen eine Sensibilität zu schaffen, dass jemand eine Haltung gewinnt darüber, wie er das eigentlich findet, Organspende. Also wie steht er eigentlich dazu? Und kann er auch Nein sagen, wenn er möchte, aber überhaupt sich damit zu befassen. Die Atmosphäre bei uns ist eigentlich immer sehr lebensbejahend, ohne dabei jetzt bestimmte Themen auszuklammern. Das Thema Tod ist natürlich absolut präsent, aber indem man eben die eine Seite beleuchtet, den Tod, kann man natürlich auch das Leben umso mehr wertschätzen. Und das ist uns eben wichtig, dass man in den Situationen, wo man das Leben spüren kann, wie bei einer Party oder bei einer Sportveranstaltung, wo man ja auch merkt, was man für ein Glück hat, was man alles leisten kann im Leben, dass man da eben auch hingeht und sagt, ja, erkenne dieses Glück an und vielleicht übernimmst du ein Stück weit auch Verantwortung und überlegst dir, ja, wie ich mein Leben leben möchte. Und dazu gehört hören eben auch solche Fragen wie das Thema Organspende. Entscheidend. Das ist nur die Entscheidung. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nie richtig Gedanken über Organspende gemacht. Das muss ja nicht peinlich sein, das geht vielen Leuten in Deutschland so. Aber genau deswegen machen wir neben vielen anderen Sachen solche Partys. Finde ich super. Aber warum ist es so wichtig, dass man da eine Entscheidung trifft? Komm mal mit. Stell dir vor, diese Leute hier repräsentieren die Menschen, die aktuell auf eine lebenswichtige Transplantation warten. In Deutschland sind es etwa 11.000. Okay. Im Verhältnis dazu gibt es aber nur so viele Menschen, die nach ihrem Tod auch ein Organ spenden. Was passiert mit allen anderen, die ein Organ brauchen? Die müssen größtenteils lange warten. Oft zu lange. Pro Tag sterben durchschnittlich 3 Leute, denen eine Organspende unter Umständen geholfen wird. Sind denn so viele Menschen gegen Organspende? Im Gegenteil. Wenn diese Menschen dort jetzt Deutschland wären, dann finden so viele Organspende eigentlich gut. Das sind ja die meisten. Das sind ungefähr 75% der Deutschen, ja. Aber warum gibt es dann so wenig Organspenden? Dafür gibt es viele Gründe, aber einer der wichtigsten ist sicherlich, dass nur so viele Leute ihre Entscheidung auf einem Organspendeausweis dokumentiert bzw. ihren Angehörigen mitgeteilt haben. Und viele machen sich einfach auch gar keine Gedanken darum, wie wichtig diese Entscheidung ist. So wie ich zum Beispiel. Ja, aber wer macht sich auch schon gerne Gedanken über den Tod? Ne? Das viel größere Problem ist ja die grundsätzlich mangelnde Aufklärung über das Thema Organspende. Deswegen ist es so wichtig, Leuten in Deutschland, wie dir zum Beispiel, das Thema näher zu bringen. Ihr betont immer Deutschland. Machen es denn andere Länder besser als wir? Also im internationalen Vergleich liegen wir weit hinten. Wie kann das sein? Es liegt zum einen am unterschiedlichen Umgang mit dem Thema in der jeweiligen Gesellschaft und zum anderen an den unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen des jeweiligen Landes. Und welche Gesetze gibt es da bei uns? Fragen wir am besten mal den Experten, und zwar Frank-Walter Steinmeier von der SPD. Der hat seiner Frau eine Niere gespendet und der muss es ja wohl wissen. Ich frage da mal nach. Herr Steinmeier, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja. Können Sie denn mal aus einer Politikersicht kurz die Gesetzeslage zum Thema Organspende in Deutschland darstellen? Na, wir hatten bis vor kurzem die sogenannte Zustimmungslösung, in der Organe nur dann entnommen werden durften, wenn der Betreffende ausdrücklich oder aber seine Angehörigen im Todesfall zustimmen. Und weil wir lange Zeit Organmangel haben, diejenigen, die dringend auf ein Organ angewiesen sind, nicht versorgen konnten, haben wir überlegt, ob man den Menschen nicht etwas stärker auf die Pelle rücken muss, um sie davon zu überzeugen, Organe tatsächlich auch zu spenden. Deshalb haben wir nach langen Debatten uns dazu durchgerungen, eine sogenannte Entscheidungslösung auf den Weg zu bringen, in der Freiwilligkeit zwar erhalten bleibt, indem wir aber die Beratungstätigkeit deutlich verstärken und den Menschen sagen,
entscheidet euch zu Lebzeiten, egal wie ihr euch entscheidet, zur Organspende, aber bitte entscheidet. Man kann ja auch Nein ankreuzen auf einem Organspenderausweis. Warum ist das denn wichtig? Ich habe Verständnis für jeden, der sich mit der Frage nicht gern beschäftigt. Aber man muss ja auch mal fragen, ist das eigentlich fair, sich selbst zu entscheiden, ich schiebe die Entscheidung von mir weg? Und dann in einer der schwersten Stunden für die Angehörigen, wenn ich selbst versterbe, dann müssen dann meine Frau oder mein Kind entscheiden, ob mir ein Organ entnommen werden kann. In einer Situation, in der getrauert wird und der man sich mit solchen Fragen erst recht nicht beschäftigen möchte. Deshalb sage ich immer, das gehört auch zur Verantwortung eines jeden Menschen, diese Entscheidung selbst zu treffen und sie nicht einfach anderen zuzuschieben. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man sich möglichst frühzeitig, natürlich nach ausreichender Information, entscheidet. Und diejenigen werden ja nicht gezwungen, sich positiv zu entscheiden, sondern die sollten dann schlicht und einfach ihr Nein ankreuzen. Aber sich zu entscheiden ist wichtig. Ich glaube, es würde die Zahl derjenigen, die zur Organspende bereit sind, deutlich erhöhen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für dieses Gespräch und auch für Ihre persönliche Einschätzung. Herzlichen Dank an Frank-Walter Steinmeier. Also man muss auf jeden Fall für sich selbst aktiv werden. Aber muss ich das jetzt entscheiden? Naja, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Aber das Ding ist, man weiß halt nie, was passiert. Ja? Und wenn du dich in Lebzeiten nicht entschieden hast, ob du für oder gegen die Organspende bist, kann es halt sein, dass in dem entscheidenden Moment ein Familienangehöriger das für dich machen muss. Und stell dir selber einfach nur vor, wie unangenehm der Moment ist, dass dich jemand fragt, so, wie wollen wir hier verfahren? So, und du stehst da und sagst, ich weiß ja nicht, was er wollte. So. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich einfach Gedanken macht, an welcher Stelle mache ich wo auf meinem Organspendeausweis mein Kreuz. Und die Entscheidung ist dein. Verstehe. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie genau so eine Organspende abläuft. Das kann ich dir erklären. Das ist ganz einfach, das kann ich dir aufzeichnen. Ich kann mich wahnsinnig gut zeichnen. So. Zunächst stellt sich die generelle Frage, wer braucht eine Organspende? Auf eine Organspende könnte jeder irgendwann angewiesen sein. Zum Beispiel wegen Herzmuskelerkrankungen, die schon als Folge einer verschleppten Grippe auftreten können. Um ein Spendeorgan erhalten zu können, muss sich der Patient bei einem Transplantationszentrum vorstellen. Dort wird zunächst untersucht, ob er für eine Transplantation in Frage kommt. Anhand einer Checkliste werden unter anderem folgende Fragen geklärt. Ist die Erkrankung so weit fortgeschritten, dass eine Transplantation gerechtfertigt ist? Sind alle anderen Therapieoptionen ausgeschöpft? Und ist der Patient fähig, die langwierige Therapie konsequent zu verfolgen? Ob eine Transplantation angestrebt werden soll, beschließen drei Ärzte verschiedener Fachrichtungen gemeinsam. Die finale Entscheidung treffen letztlich Patient und Arzt. Ist die Entscheidung für eine Transplantation getroffen, meldet der Arzt den Patienten bei Eurotransplant. Eurotransplant ist eine Stiftung mit Sitz in den Niederlanden. Innerhalb der kooperierenden Staaten werden Organe von verstorbenen Spendern ausschließlich über Eurotransplant vermittelt. Unser Patient wird nun auf eine Warteliste gesetzt. Auf dieser Liste stehen allein in Deutschland ca. 11.000 Menschen. Das Warten beginnt. Damit eine Transplantation überhaupt möglich ist, müssen Organe gespendet werden. Organe kommen jedoch nur in dem seltenen Fall eines Hirntods für eine Transplantation in Frage. Hirntod heißt, dass alle Hirnfunktionen unwiederbringlich erloschen sind, wobei die Herz-Kreislauf-Funktion durch künstliche Beatmung aufrechterhalten wird. Dadurch werden die Organe weiterhin durchblutet und bleiben funktionsfähig. Der Hirntod tritt jedoch nur in ca. 1% aller Todesfälle auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hirntod eintreten kann. Zum Beispiel bei einem Unfall mit schweren Kopfverletzungen. Sind die Hirnschädigungen so schwerwiegend, dass keine weiteren lebensrettenden Maßnahmen zur Verfügung stehen, wird die Hirntoddiagnostik eingeleitet. Dabei werden von zwei unabhängigen Ärzten im Abstand von mindestens 12 Stunden spezielle Untersuchungen durchgeführt, durch die der Hirntod eindeutig festgestellt werden kann. Wird man durch den Hirntod zu einem potenziellen Organspender, folgt ein Gespräch mit den Angehörigen, um zu klären, ob einer Organentnahme zugestimmt wird. Hier ist ein Organspendeausweis oder sonstige Kenntnis über den Willen des Verstorbenen entscheidend. Denn sonst sind die Angehörigen mit dieser schweren Entscheidung auf sich alleine gestellt.
Liegt eine Zustimmung vor, meldet das Krankenhaus diesen potenziellen Organspender an die Deutsche Stiftung Organtransplantation, kurz DSO. Die DSO steuert und koordiniert die Abläufe zwischen Kliniken, Angehörigen, Eurotransplant, Organtransport und Transplantationschirurgen. Durch die DSO wird nochmals genau untersucht, ob die zu entnehmenden Organe funktionsfähig sind und der Spender nicht an Vorerkrankungen, wie beispielsweise HIV, leidet. Ergeben diese Untersuchungen, dass die Organe gesund sind, wird eine mögliche Organspende an Eurotransplant gemeldet. Eurotransplant ermittelt jetzt für diese Organe passende Empfänger. Dazu wird eine anonymisierte Matchliste erstellt. Die entscheidenden Faktoren dabei sind Dringlichkeit, Erfolgsaussicht und in einigen Fällen auch die Wartezeit der Patienten. Wird ein passender Empfänger gefunden, informiert Eurotransplant das zuständige Transplantationszentrum. Ist der Empfänger in einem operationsfähigen Zustand, macht sich ein Team von Entnahmechirurgen auf den Weg in das Krankenhaus, in dem der Verstorbene liegt. Die Organentnahme entspricht in ihrem Ablauf einer normalen Operation und die Wunden werden danach genäht. Anschließend können die Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen. Jetzt muss es schnell gehen. Die Organe werden per Auto, Flugzeug oder Hubschrauber zum Bestimmungsort gebracht. Je nach Organ dürfen Transport und Transplantation maximal 4 bis 24 Stunden in Anspruch nehmen. Nun erfolgt die Transplantations-OP. Nach geglückter Transplantation beginnt der Heilungsprozess. Durch die Einnahme von Medikamenten wird eine Abstoßung des fremden Organs verhindert. Obwohl eine Transplantation keine vollkommene Heilung bedeutet, gelingt es den Betroffenen in den meisten Fällen aber gut, mit den Einschränkungen umzugehen, und sie kehren allmählich in ihr Leben zurück. Danke, das hast du wirklich cool erklärt. Aber zum Thema Hirntod hätte ich noch ein paar Fragen. Du, da können wir gerne jemanden fragen, der davon mehr Ahnung hat, nämlich einen Transplantationsarzt. Aber da haben wir auch jemanden beim Jungen Helden, der ähnlich smart ist wie ich. Pass mal auf. Ich bin Jenny von den Jungen Helden und ich habe gehört, du hast noch ein paar Fragen zum Thema Hirntod und Organspende. Ich bin heute an der Medizinischen Hochschule hier in Hannover und werde gleich Herrn Dr. Warnecke treffen. Er leitet das Herz- und Herz-Lungen-Transplantationsprogramm hier in der Klinik und ist also ein echter Experte und kann uns noch ein paar wichtige Details zum Thema Organspende und Hirntod erklären. Also kommt mal mit. Hallo Herr Dr. Warnecke, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben eine Menge Fragen mitgebracht. Gerne. Also als allererstes, was bedeutet denn Hirntod? Der Hirntod ist der Tod des Menschen, der in dem Falle gemessen wird an den Hirnfunktionen. Man unterscheidet das ja nur von dem herkömmlichen Tod, wie ihn der Laie kennt, weil der herkömmliche Tod einfacher festzustellen ist, da das Herz nicht mehr schlägt, kein Puls mehr da ist, keine Atmung stattfindet und der Tod sehr einfach festzustellen ist, wenn man so will. Seit es Intensivstationen mit Beatmungsgeräten gibt, ist es aber so, dass es Patienten gibt, die versterben werden, aber während sie versterben, künstlich beatmet. Und diese künstliche Beatmung hält den Sauerstoff im Körper. Solange Sauerstoff im Körper ist, schlägt das Herz von alleine weiter, denn es hat ein eigenes Erregungszentrum. Das Herz wird immer schlagen, solange Sauerstoff im Blut ist, sodass der Tod nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, auch wenn er längst eingetreten ist. Und dann muss eine sogenannte Hirntoddiagnostik gemacht werden, um diesen Tod sicher feststellen zu können. Die Tests zur Feststellung des Hirntods, können Sie den kurz erklären? Es ist so, dass die Hirntodfeststellung immer durchgeführt wird von dafür speziell qualifizierten Personen. Das sind Neurologen, Neurochirurgen oder Intensivmediziner, die sich mit dieser Fragestellung regelmäßig befassen. Es gibt eine Reihe von Tests, die routinemäßig zur Feststellung des Hirntods durchgeführt werden. Diese Untersuchungsmethoden setzen sich zusammen aus einer ganzen Reihe von klinischen Untersuchungen. Mhm. Die zum Teil einfache Untersuchungen sind, wie das Bestimmen des Kornealreflexes, des Lidreflexes, die übrigen Reflexe, die man am Körper feststellen kann. Es wird ein Apnoe-Test durchgeführt. Das ist ein Test, der so funktioniert, dass der Patient von der Beatmung getrennt wird. Also das Beatmungsgerät wird kurz abgeschaltet und es wird überprüft, ob der Patient anfängt, spontane Atmung auszubilden, also sprich, ob er einatmet. Und diese Tests sind schon sehr zuverlässig in der Beschreibung eines Hirntodes. Zusätzlich werden aber auch apparative Tests gefordert und auch durchgeführt. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe, die möglich sind. Standards sind bildgebende Verfahren, also eine CT-Untersuchung des Schädels und des Gehirns.
diese liegt bei Patienten, die für die Hirntoddiagnostik in Frage kommen, immer schon vorher vor. Sonst würde man gar nicht auf die Idee kommen. Dann werden zusätzlich weitere Untersuchungen gemacht. Es werden die Hirnströme gemessen mit einer EEG-Untersuchung. Es können Angiografien der blutführenden Gefäße des Kopfes durchgeführt werden, die dann feststellen, dass da keine Durchblutung mehr stattfindet. Es können auch Ultraschalluntersuchungen der Blutzirkulation gemacht werden. Es ist so, dass die Hirntoddiagnostik ganz genau festgelegt ist, was da gefordert wird. Es ist nicht so, dass immer alle Untersuchungen gemacht werden können, die denkbar sind. Mhm. Das ist so, dass die Standard, die klinischen Untersuchungen werden immer durchgeführt. Und von den apparativen Untersuchungen wird mindestens eine durchgeführt, allerdings zweimal im zeitlichen Abstand. Das heißt, es werden immer, die Bestimmung des Hirntodes ist, muss immer durch zwei Ärzte und zu zwei Zeitpunkten durchgeführt werden. Und auch der Abstand zwischen den beiden Zeitpunkten, die Qualifikation der beiden Ärzte, die es machen müssen, all diese Faktoren sind festgelegt. Die beiden Ärzte können sich natürlich kennen, aber die müssen unabhängig voneinander die Untersuchung machen. Welche Gründe gibt es denn, dass man auf ein neues Organ angewiesen ist? Wir sehen ganz verschiedene Patienten. Patienten, die schon lange krank sind, die angeborene oder seit langem bestehende Erkrankungen haben. Wir sehen Patienten, die Erkrankungen haben, die durch bestimmte Risikoprofile entstanden sind, wie möglicherweise Rauchen oder bestimmte Verhaltensweisen. Aber wir sehen auch viele Patienten, die völlig unerwartet und ohne eine entsprechende Vorgeschichte jemals gehabt zu haben, in eine schwere Erkrankung geraten, die dann nach einem sich immer weiter verschlimmernden Verlauf in eine Transplantationsnotwendigkeit steigern kann. Jeden kann theoretisch im Laufe des Lebens das Thema Transplantation treffen. Entweder jemanden selbst oder vielleicht auch einen nahen Angehörigen, die eigenen Kinder, die eigenen Ehepartner, die eigenen Eltern, können betroffen sein, ohne dass man das zum jetzigen Zeitpunkt vorhersehen könnte. Vielen, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein durften und vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. War da von deinen Fragen noch was dabei? Ja, auf jeden Fall. Eine letzte Frage hätte ich aber noch. Wie genau sieht so ein Organspendeausweis aus? Wo kriege ich den her und was mache ich denn damit? Da haben wir noch zwei Spezialisten für dich. Arnim und Totze von den Beatsteaks. Die sollen dir das mal erklären. Hey, na Gülle? Wir sind Arnim und Thorsten von den Beatsteaks und wir erklären euch heute, wie dieser Organspendeausweis auszufüllen ist. Was ist wichtig, was ist drin, was ist dabei, wo kommt er hin? Weil ich auch so einen schönen Namen habe, Scholz, Thorsten. Geburtsdatum, bei mir ganz klar. Adresse, Straße, sagen wir jetzt mal am Tierpark 12. Ja. War? In 10319 Berlin. Richtig. War? Mal sehen, wer da jetzt wohnt, wer da jetzt mal ab und zu Post bekommt. Und das machen wir schon mit der ersten Seite fertig. Ich habe jetzt mal ein Originalexemplar mitgebracht, dass der nicht ganz so groß ist, sondern komm, der ein bisschen mehr, zeig noch mal. Der ist so groß wie eine EC-Karte. Den Ausweis bekommst du natürlich, wenn du dich bei deiner Krankenkasse meldest und sagst, ich will diesen Organspendeausweis. Oder bei den jungen Helden. Im Internet. Ich würde bei den jungen Helden nicht melden. Oder bei den Beatsteaks. Da ist man mit der ersten Seite fertig und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, meine Damen und Herren. Geben Sie an. Dann hast du das Ding, nimmst einen Stift. Da sollte man darauf achten, dass der Stift proportional zur Karte funktioniert. Wichtig ist, du musst die Karte ausfüllen. Rückseite erkläre ich dir jetzt. Richtig. Wir gehen jetzt mal ganz kurz auf die Punkte ein. Es sind fünf Möglichkeiten, die man hier ankreuzen kann. Möglichkeit Nummer eins, für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen / Geweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich, ja klar, nehmen, was da brauchen können. Man kann aber auch sagen, ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe. Aus welchen Gründen auch immer. Der Arzt hat mir gesagt, dass bei mir die Niere, die Lunge irgendwie nicht funktioniert oder nicht so funktioniert. Dann kann man sagen, ja Mensch, mache ich einfacher, schreibe ich rein, dann ist klar. Dann ist schon klar. Du kannst auch sagen, ja, ich möchte nur, dass das und das und das Organ entnommen wird. Also sagst du, ja, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe. Herz, Leber, Niere, Punkt. Reicht. Auch in Ordnung. Du kannst auch, und das ist ganz wichtig, sagen, nein. Ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben. Auch das ist in Ordnung. Es ist halt, wie gesagt, nur wichtig, dass das dokumentiert ist. Und mit diesem Kreuz da dokumentierst du deine Entscheidung. Entscheidung, richtig. Punkt Nummer 5, das Ja oder Nein soll dann folgende Person entscheiden. Mhm. Hier trägt man dann ein, die Mutter, den Vater, die Tante, den Onkel, die Geschwister, das Kind, die Frau, die Familie. Und setzt sich mit derjenigen natürlich vorher zusammen und sagt, pass auf, ich will die Entscheidung nicht treffen, falls mir was zustößt, kriegst du einen Anruf
Und dann musst du dich dafür entscheiden und das Richtige machen. Wichtig ist, dass man mit demjenigen drüber redet und dann ist die Entscheidung auch gefallen. Man hat sein Kreuz gemacht und nur darum geht es. An dieser Stelle machen wir unser Kreuz. Ich mach's hier. Torsti, wo hast du Kreuz gemacht? Ich würde natürlich auch da mein Kreuz machen. Du machst auch da dein Kreuz. Ja, so. Dann unterschreibt man, setzt ein Datum ein. Oder andersrum. Und man hat eine Entscheidung, man hat eine sehr wichtige Entscheidung getroffen, die vielleicht Leben rettet. Und ihr macht eine komplizierte Welt ein bisschen unkomplizierter. Und es ist echt ultra einfach, weil wir haben es auch hinbekommen. Deine Entscheidung muss dokumentiert sein. Auf jeden Fall. Sonst weiß ja keiner. Sonst weiß ja keiner. Digga, das weiß auch keiner. Wichtig ist. Entscheidend ist die Entscheidung. Wo machst du dein Kreuz? So, da bin ich wieder. Sehr schön. Danke, das war wirklich super lieb von euch. Ich werde definitiv meine Entscheidung treffen. Sehr gut. Dann kann die Party ja weitergehen. So, jetzt will ich aber noch mal eine Chance haben, dir einen richtig guten Drink zu mixen. Okay. Habt ihr so einen Organspendeausweis hier? Ich hab jetzt... ich hab meine schon alle verteilt, aber... Ah, hier, hast du noch ein paar für deine Freundin. Oh, müsst ihr noch arbeiten, oder was? Wollen wir tanzen gehen? Okay. Wann macht der eigentlich mal die Bar? Ein Kabirinha, bitte. Was ist denn das für eine Party hier? Ich habe mich für ja entschieden, weil ich hoffe, dass im Fall eines Hirntodes meinerseits vielleicht ein paar Leben gerettet werden könnten. Hallo, ich bin Anne und ich habe einen Organspendeausweis, weil mein Papa ein neues Herz bekommen hat und ich deshalb genau weiß, wie wichtig es ist, diese Sache zu unterstützen. Unsere Tochter bekam durch ein Spenderherz noch 6 wundervolle Jahre geschenkt. Entscheidend ist nur, dass man diesen Ausweis hat, egal was du drauf ankreuzt, ja oder nein. Wenn du es nicht tust, dann müssen andere für dich entscheiden, deine Familie. Und das will man denen einfach nicht zumuten. Ich habe zwar keine Haare mehr, aber Augen zum Sehen, eine Lunge zum Atmen und vor allen Dingen ein Herz am rechten Fleck. Und deswegen mach mit. Es ist ein schöner Gedanke, dass ich auch nach meinem Tod noch Menschen helfen kann. Ich finde, dass das eine wichtige Sache ist, weil sich jeder im Leben erfreuen sollte. Und wenn ich weiß, dass ich nach meinem Tod noch dazu beitragen kann, macht mich das nur glücklicher. Das ist mein Organspendeausweis. Denn ich möchte nicht nur nehmen, sondern wenn das Schicksal es so will, auch geben. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich einen Organspendeausweis habe, weil mir letztes Jahr eine Spenderlunge das Leben gerettet hat und ich daher weiß, was für ein Riesengeschenk das ist und wie wunderschön das Leben wieder werden kann. Ich habe meinen Organspendeausweis seit 6 Jahren, weil ich will helfen, auch dann, wenn ich nicht mehr helfen kann. Meine Schwester hat Mukoviszidose und ich bin für Organspende, weil ich hoffe, dass auch ihr irgendwann damit das Leben gerettet wird. Ich bin pro Organspende, nicht nur aus beruflichen Gründen, wie man sieht, sondern auch aus privaten, weil ich gerne Menschen helfen möchte. Und was nützen mir meine Organe, wenn ich tot bin? Und zudem möchte ich den Spendern ein Gesicht geben. Meine Tochter zum Beispiel hat vor 4,5 Jahren 2 Menschen das Leben gerettet, indem sie durch unsere Entscheidung ihre Organe gespendet hat. Also Leute, entscheidet euch pro oder contra. Auf diesen Ausweis könnt ihr alles niederschreiben. Das Leben mit meiner besten Freundin genießen? Kann ich nur, weil es Organspender gibt. Sei auch du einer. Was macht man mit Dingen, die man nicht mehr gebrauchen kann? Wegschmeißen, oder? Ne, man gibt sie jemandem, der sie richtig gut gebrauchen kann. Meistens kommt es anders, als man denkt. Als ich 2005 diesen Ausweis ausgefüllt habe, wusste ich nicht, dass mein Mann schwer herzkrank ist. 2009 wurde er erfolgreich herztransplantiert. Gesunde Organe sind ein Geschenk und Leben retten kann so einfach sein. Deshalb habe ich meinen Organspendeausweis.
Ich habe mich für die Organspende entschieden, denn ich kann vielleicht nicht nur ein, sondern mehrere Leben retten mit meinen Organen. Und wenn ich erstmal unter der Erde bin, dann bringen die mir auch nichts mehr. Ich möchte meine Organe nicht spenden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn ich gehe, dass ein Teil meines Körpers in einem anderen Körper weiterlebt. Leben weitergeben war bisher das Schönste und Sinnvollste in meinem Leben. Wenn es dafür mehr als eine Möglichkeit gibt, dann nehme ich die doch gerne in Anspruch. Daher mein großes, absolutes, einwandfreies Ja. Ich habe mich für Ja entschieden, weil ich nur dank einer Organspende überlebt habe. Seit 2012 lebe ich mit einem Spenderherz. Organspende rettet Leben. Denk mal drüber nach. Ich habe mich für Organspende entschieden, weil ich den Gedanken gut finde, dass ich dann so wenigstens meinem Tod etwas Sinnvolles abgewinnen kann. Entscheidend ist die Entscheidung, also den immer dabei haben, ausgefüllt. Ist eine gute Sache. Tausend Dank für die vielen Statements, die ihr uns geschickt habt. Wir hatten dazu aufgerufen, dass ihr uns sagt, warum es so wichtig ist, dass man sich für oder gegen Organspende entscheidet. Und hört jetzt nicht auf, schickt uns weiter eure Statements und gebt dem Thema eure Stimme. Seid mutig und traut euch auch zu sagen, wenn ihr dagegen seid oder wenn ihr vielleicht bestimmte Organe ausschließt. Denn entscheidend ist die Entscheidung.